Hier, der jetzt gleich hinter mir kommt, der ist auch ein Star, kann man sagen. Robbie ist ein rauher Dackel. Die gelten ja eigentlich ziemlich als dickköpfig. Robbie ist das aber nicht. Der ist äußerst kooperativ. Er kann auch eine ganze Menge und er hat auch ein sehr, sehr ausgefülltes Hundeleben. Das sehen Sie gleich. Jede Menge Herausforderungen, die ganz viel Training verlangen. Jeden Tag. Der braucht das auch. Sonst kann er nämlich abends nicht einschlafen. Wir haben ihn besucht. Übrigens an dem einzigen Tag, an dem im Bergischen in diesem Winter mal Schnee lag. Für Sabine Schlaat aus Wuppertal ist Robby auf jeden Fall ihr tierischer Freund. Unter den Kleinen ist er ein ganz großer. Er ist ein Trickser und ein Künstler. Und dabei ist er doch nur ein störrischer Rauhaardackel. Denkste, Robby ist einzigartig, sagt zumindest sein Frauchen. Robby ist ein ganz besonderer Hund, weil er unheimlich intelligent ist. Er beherrscht um die 70 Tricks, also enorm schon für so einen Dackel, die angeblich als stur gelten. Ja, und das macht ihn doch für mich sehr besonders. Er ist halt mein Herzenshund, mein erster Hund. Scheinbar ganz nebenbei verdient Robby auch noch Geld. Er modelt für Kaufhauskataloge und hat schon viele Pokale nach Hause geholt. Damit er so erfolgreich bleibt, trainiert Sabine täglich mit Robby. Dafür baut sie sogar regelmäßig ihr Wohnzimmer um. Ich habe jetzt das Fotostudio für den Robby aufgebaut. Wir spielen das immer mal wieder nach, weil er als Fotomodell arbeitet. Und wir wollen die Situation dann so real wie möglich darstellen. Aber erstmal will Robby zum Aufwärmen ein paar Tricks zeigen. Von klein an irgendwann das Pfötchen geben angefangen, indem er uns immer wirklich die Pfote gegeben hat. Ja, und das haben wir immer weiter ausgebaut. Das ist halt eine sinnvolle Beschäftigung für ihn. Er guckt mich beim Spazierengehen an und sagt, ey, was machen wir jetzt? Er braucht das. Also halbe Stunde ungefähr am Tag, er fordert das auch richtig ein. Sonst geht er auch nicht schlafen. Robby und Sabine verbindet aber viel mehr als die Trickserei. Seit ein paar Jahren weiß Sabine, dass Robby an einer schweren Krankheit leidet. Seitdem hängt sie noch mehr an ihm. Robby hat mit anderthalb Jahren ungefähr den ersten epileptischen Anfall gehabt. Er ist einfach umgekippt. Damals wussten wir noch gar nicht, was er hat. Wir haben erst gedacht, er hat Gift gefressen und er stirbt uns jetzt dann gleich. Ja, nach 5 Minuten war er ungefähr dann wieder bei sich. Ja, dann sind wir zum Tierarzt halt gefahren mit ihm. Ja, und der hat dann halt festgestellt, dass er Epilepsie hat. Deshalb müssen wir jeden Tag mit ihm so genießen halt, solange er noch da ist. Super. Kann sich auch selber versorgen, wie man sieht. Robby, Robby, Platz. Ja. Das Training verbindet Robby und Sabine. Nur wenn es ums Futter geht, setzt Robby seinen typischen Dackeldickkopf durch. Mit immer neuen Ideen hält ihn Sabine bei Laune. Ich laufe halt mit offenen Augen durch die Welt und überlege, was man aus Sachen bauen könnte für den Hund und umfunktionieren. Gerne halt in Spielzeugabteilung für die Kinder. Findet man viele Sachen, weil er ungefähr auch auf dem Stand eines Kleinkindes ist, wie man ja gesehen hat, mit dem Ringspiel. Neu im Programm, Trommeln. Trommeln? Der Trommel? Trommel. Fein! Nicht mehr weit, bis zum Trommelwirbel. Ich bin halt stolz auf ihn. Auch durch die Trickserei haben wir viele Leute kennengelernt, sind eben viel auch im Fotostudio mit ihm. Machen eben die Trickarbeit und er zeigt halt immer wieder, was er kann und was in ihm steckt auch. Ein intelligenter, neugieriger Hund mit Star-Appeal eben. Rauhaardackel Robby weiß, wie man sich richtig in Szene setzt.